In den letzten 3 Jahren habe ich für Sie das Internet ausgelesen. Und es ist gut, dass es das Internet gibt, weil dort sowohl das Klügste, leider aber auch noch natürlich auch das Dümmste veröffentlichen kann. Und in den letzten 3 Jahren das Auslesen des Internets darf ich Ihnen sagen, vergessen Sie es. Sie werden dort nur geistig abgezockt, materiell abgezockt. 99% sind irgendwie rechtsradikaler Mist, manipulativer Mist, marktradikaler Müll und Plunder und Sie kriegen es vielleicht auch mit, diese ständigen Weltuntergangs- und Crash-Propheten, da müsste jetzt schon die Welt 1000-mal untergegangen sein. Also das ist alles die Welt des Schwindels, des Betruges. Überhaupt ist das Internet natürlich die Welt des Kriminellen, denn Sigmund Freud hatte das schon alles erkannt, dass immer dort, wo das Licht des Gesetzes nicht hinkommt, da sammelt sich natürlich das ganze kriminelle Gesindel der Welt. Und das ist halt nun mal im Internet der Fall. Und die einzigen Dinge, wo eine Spur an Wahrheit und an Nützlichkeit für ihr Leben ist, sind eben nicht all diese Psychoquatscher, die sie abzocken wollen, die Pseudo-Gesundheitsquatscher und all die anderen Abzocke-Dinge, die Sektenquatscher, die Esoterikquatscher und das, was zurzeit an Gurus unterwegs ist, sind auch nur Leute, die nicht bis 3 zählen können. Ja, also kann man leider alles vergessen. Da werden sie nur abgezockt und manipuliert. Und wir haben hier also diesen einen Weg, weil wir da vom Weltrat und den Next Scientists for Future supervidierend mitwirken könnte aus diesen Lebensgemeinschaften und Kommunen, auch mit dem Diplom-Theologen Jürgen Wagner hier, da könnte also mehr Generationen wohnen in der glücklichsten Variante möglich sein, wenn die Leute mit dem Kapitalismus im Kopf noch korrigierbar sind. Dann haben wir eben die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, ist die einzige Sache, wo überhaupt noch ein bisschen Sinn und Verstand drin ist im Internet. Wie gesagt, alles andere können Sie rigoros wegstreichen. Das ist einfach nur Müll und Plunder, wie man so schön sagt. Und die große Frage ist eben Gemeinwohlökonomie, GWÖ und oder GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, PWÖ, Postwachstumsökonomie nach Professor Nico Pech oder GWL, die Gemeinwohllobby. Ja, aber auch die Gemeinwohllobby, da scheint keine positive Entwicklung zu sein. Ja, also hier der erste provisorische Flyer, die erste Seite ist jetzt wenigstens schöner fett gedruckt. Ja, das ist noch einmal die superglückliche Kommune, also die 2 Strategien, die beste Partei der Welt und die beste Kommunensupervision der Welt. Das sind ihre 2 Chancen, überhaupt jemals zu leben, nicht mehr dahin zu vegetieren, sondern wirklich ein Leben zu führen. Und erstmals leben zu können mit der Kommune, das kann man sofort versuchen, aber stellen Sie sich das nicht leichter vor als eine Partei, weil in Ihnen, da hängen diese vorteilbringenden Irrtümer total zäh fest. Ich lasse jetzt mal die große Evolution weg, sondern ich zeige jetzt nur mal die neuen Bilder. Das war ja und es sind 2 Bilder noch unterwegs, 2 handgezeichnete Bilder. Das ist die Diktatur der Sparten, in der wir leben und die wir alle im Kopf haben. Ja, also all diese Sparten, die Sozialsparten, die Weltsozial-, die Nahrungs-, Gesundheitswaffen, all diese Sparten, eine der neuen Bilder wird das zeigen, das kommt in den nächsten Tagen hier rein. Das ist auch nur so eine Kritzelei, aber die sagt viel aus.
weil dann aus diesen Spaten hier raus werden gezeichnet so kleine Bläschen, ja, in denen sich die Geldscheine befinden, quasi, das Geld befindet, und die andere Bläschen diffundieren damit sozusagen, in denen sich die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten, mit denen sie uns abzocken, diese Spaten uns alle finanziell abzocken, uns Schaden zufügen, um Profite zu machen, die Sozialspaten zum Beispiel, die mehr, immer mehr Dauerarbeitslose erzeugen, auf dass sie immer besser verdienen und immer besser Karriere machen. Hier nochmal die Spaten umgedreht. Und letztendlich diffundieren ja diese kleinen Bläschen mit Geldscheinen, müssen Sie sich vorstellen, die diffundieren jetzt hier rein. Also das sind nochmal die Sparten, von denen wandern diese Bläschen mit Geldscheinen und mit den vorteilbringenden Irrtümern dahin. Es kommt zu einer Evolution der Journalisten, dass die Journalisten, dass nur noch Journalisten Karriere machen, die zufällig die gleichen vorteilbringenden Irrtümer aufweisen, wie die ganzen Sparten, die mächtigen und einflussreichen und Werbegelder gebenden Sparten, oder gar über Public Relations, die bestechenden Sparten, ja. Da gibt es ja alle möglichen Formen der Geld- und Karriereflüsse, ja. Und so, und manchmal übernehmen auch einfach die Journalisten, wenn sie besonders gewissenlos sind, übernehmen sie auch eins zu eins die vorteilbringenden Irrtümer. Und aber diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer und die Geldscheine, nicht zuletzt über Product Placement, erreichen dann auch die Spielfilmemacher, die Welt der Spielfilmemacher, die uns dann mit ihrer Moral von der Geschichte der jeweiligen Sendung manipulieren, den versteckten, vorteilbringenden Irrtümern, die in jedem Spielfilm zu finden sind. Und dann hier diffundiert das Ganze in die Welt der Politik. Diese kleinen Bläschen mit Geld, auf mannigfache Weise dringt das Geld in die Welt der Politik ein. Und hier bilden sich eben über die Lobbyistengespräche spätestens dann quasi die Idee, da finden sich dann auch die gleichen vorteilbringenden Irrtümer. Entweder waren sie schon vorher da und der Politiker machte nur deswegen gute Karriere, oder er übernimmt die vorteilbringenden Irrtümer, oder es, auf jeden Fall kommt das immer hier in diesen Welten zu einer Evolution parallel zu den geistigen Evolutionen, parallel zu den Sparten. Und alles am Ende ist eine einzige, wirkt auf uns Menschen, auf die, wir sind ja auch Teil dieser Sparten, bis auf die Spartenfreien in der Mitte, ja. Aber auf uns alle wirkt das wie eine einzige Gehirnwäsche, geldgetriebene Gehirnwäsche, Propaganda und Massenmanipulation. Und das beendet eben nur Gemeinwohlwirtschaft im weitesten Sinne. Das ist also. Das heißt, wir können auch gar nicht leben, weil wir alle völlig durchmanipuliert sind. Alle Beteiligten in dem Spiel sind völlig durchmanipuliert. Wir haben nur eine Instanz auf der Welt, wo wir die Hoffnung haben, dass es uns wirklich gelungen ist, uns relativ weitgehend zu entmanipulieren. Aber da sind wir natürlich ständig offen dafür, wenn uns jemand sagt, wir sind noch manipuliert. Aber wir hoffen natürlich beim Weltrat und bei den Next Scientists for Future, dass wir einen Großteil der Manipulation rauswerfen konnten und deswegen auch mit der VIAT, der vorteilbringenden Irrtümerabbautechnik und Therapie, sie natürlich auch entmanipulieren können, und so weiter. Ja, übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, schneller hören macht grundsätzlich Freude. Das sollten Sie langsam gelernt haben. Ja, und deswegen, wir haben also nur diese zwei guten Dinge in der Welt, die Partei des Gemeinwohls und wie gesagt, alles andere, wo Sie bis jetzt Fan sind. Wir haben es geprüft und sie werden dort nur gehirngewaschen, sie werden dort nur durchmanipuliert, sie unterliegen dort nur einer Propaganda. Und auch so Parteien wie die AfD und ähnliche und so weiter, vergessen Sie das alles, das ist alles, wird Ihnen weiter schaden,
Es nützt nichts, wenn da ein vernünftiger Gedanke in so einer Partei ist. Ja, zum Beispiel, dass man nicht so leichtfertig mit Migration umgehen darf, aber das weiß natürlich die Gemeinwohlwirtschaft genauso und weiß aber auch, wie man das dann richtig macht und wie man damit richtig umgeht. Ja, und das zweite neue Bild, was kommen wird, ist dann auch nochmal so ein Überblicksbild, was im Rahmen von Weltrat und Next Scientists for Future alles für Angebote ist. Ich habe eben schon die VIAD erwähnt, die vorderbringende Irrtümerabbautherapie als die Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapien, die einzige, die dann auch Realitätsbezug hat, während alles andere gehört ja in die Kategorie Psychogequatsche und ist ja auch nur ein Geschäftsmodell der, ja, wo ist es? Ein Geschäftsmodell der Gesundheitssparten, wo völlig unbrauchbare Konzepte sie in die Irre führen und aber immer zu zuverlässigen Geldflüssen in die Geldbeutel meines früheren Berufsstandes, nämlich der Gesundheitssparte, führen. Ne? Also, ja, vielleicht so viel. Also, wir haben nur noch diese zwei Chancen und die Gemeinwohlökonomie ist davon immerhin weltberühmt geworden. Aber warum ist sie weltberühmt geworden? Naja, weil sie auch noch so viele jugendliche Mängel in sich hat. Ja, und unsere GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, hat viel weniger Baufehler und deswegen ist sie auch nicht so bekannt. Aber wir sind auch erst 3 Jahre, seit 3 Jahren damit an der Öffentlichkeit. Also, tschüssi, bis bald.